Insgesamt 37 Rettungswagen sind im Landkreis Rostock an verschiedenen Orten stationiert und sorgen im Bedarfsfall für schnelle Hilfe. Vom Landkreis beauftragt wurden dafür unter anderem der Deutsche Rote Kreuz Rettungsdienst Güstrow. Eine Aufschrift Rettungsdienst im Auftrag des Landkreises Rostock an den Fahrzeugen macht das kenntlich. Nun tragen die Fahrzeuge zusätzlich das Wappen des Landkreises Rostock. Am Dienstag übergab Landrat Sebastian Konstin das Kreiswappen den beauftragten Unternehmen und Verbänden, unter anderem auch an Andreas Bojara, Geschäftsführer der DRK Rettungsdienst GmbH Güstrow. Ich denke, dass es einfach eine Vervollständigung ist des Bildes. Wir als Landkreis Rostock möchten einfach mit der Verleihung des Wappens und mit dem Aufbringen auf die Rettungsfahrzeuge die enge Verbundenheit mit den Leistungserbringern im Rettungsdienst nochmal unterstreichen. Ich denke, das ist schön sowohl für die Leistungserbringer, in diesem Falle hier, heute sind wir beim DRK-Kreisverband Güstrow, aber auch für alle anderen, die für den Landkreis im Auftrag des Landkreises unterwegs sind, ist das nochmal eine Wertschätzung aus unserer Sicht jedenfalls. Und so wurde es uns auch bisher wiedergespiegelt. Im vergangenen Jahr haben die beauftragten Unternehmen und Verbände 18.300 Rettungstransporte, 8.800 Notarzteinsätze, 6.500 Krankentransporte und 900 Einsätze mit dem Rettungshubschrauber erbracht. Die einheitliche Ausstattung der Rettungswagen und der Noteinsatzfahrzeuge sichern ein effektives Arbeiten am Einsatzort zum Wohle des Patienten.